Karte Nummer 4 ist heute auf dem Speiseplan und mit ihr einige Echsen bei Oxmastai und Tipping the Scales, dem neuen DLC. Ja, und Speiseplan, Essen, da ist auch immer jemand ganz gern dabei. Der Alex, der hat auch schon Hunger, ne? Okay, ja, ich hatte gedacht, ich baue jetzt Sandburgen, weil wir ja in Sandseeburg sind. Ja, wir können natürlich auch gerne Sandseeburgen bauen, also Sandburgen. Oh, du baust mal, die Burgen und ich baue die Törtchen, die Sandtörtchen. Genau so ist es. Mhm. Oh, wir haben jetzt Feuergegner, da backe ich mal so Eisfallen ein, ha? Ha, gut, dass du Feuer sagst, ich wollte meine Bogenschützen eigentlich umskillen, aber wenn ich jetzt hier sehe Feuerdinger, dann lasse ich das, glaube ich, wieder, oder? Ich lasse meine auf Feuer. Ich meine, es kommen jetzt nicht nur solche. Ja, das stimmt schon. Aber ja, ich habe die ganze Zeit immer rumgeflucht, dass ich es vergesse. Dann mache ich es jetzt auch nochmal, dass ich die schnell umbaue, bevor wir jetzt hier wieder in die Karte gehen. Und dann fluche ich wieder rum, dass ich sie nicht geskillt habe. So, du bist bereit, ich bin bereit. Los geht's! Sieht mir aber sehr geradlinig aus hier. Ja, aber guck mal auf die Minimap, das ist nicht geradlinig. Oh mein Gott, wie viel... Ach nee, das sind Durchgänge, wo wir wieder durch können. Ich dachte, oh mein Gott, wo kommen die überall her? Ja, aber das sind drei Zugänge. Ja. Ja, und vor allen Dingen, wir können die nicht irgendwie separat blockieren. Ja, ich guck grad. Nee. Müssen wir bitte bauen. Stimmt. Die sind alle so blöd, dass wir die... Ja, entweder in der Mitte verteidigen müssen oder wir müssen halt an... Ja, doch, ich würde schon sagen, dass wir es in der Mitte machen. Ne? Also im Sichtbereich überall. Was ist denn jetzt die erste Lane? Die hier? Die hier, ne? Ja. Was können wir denn hier machen? Wir haben hier Engstellen. Die Schubserfallen brauche ich hier auf jeden Fall schon mal nicht mehr. Ja. Das sehe ich auch so. Dann vielleicht mal wieder ein Türchen. Dann fange ich doch einmal an und baue es so. Ja, ich bin auch schon pleite. Also, meine Ja, ich guck gerade wohl, wo der dritte Durchgang ist. Was, sechs Fallen, die ich nehme, okay. Puh, was nehme ich denn da mit? Ich glaube, ich probiere mal wieder die. Das Schöne ist, die Dornfallen, die haben ja mittlerweile jetzt beide aufgepimpt. Das sind, jetzt, das sind jetzt so gute Dornen drauf. Das war die ganze Zeit noch nicht so. Ja, yeah, Schadenstornen. Also gut, legen wir los. Achso, ich Sag mal, das ist doch hier im Paradies wieder für deine Schleuderfallen, oder? Wenn du die hier in den Sand werfen kannst. So sieht's nämlich aus. Unsere Feinde, sie brechen erneut durch. Das Tor ist zerstört. Ach Gott. Hier geht es auch schon? Die fallen da nicht irgendwo runter zu den anderen Lane? Nee. Okay. Ich werde jetzt nur mit den Schleuderfallen arbeiten, glaube ich. Okay, die machen irgendeinen Schaden. Irgendein Giftschaden oder irgendwie sowas, weil okay, ich glaube nicht, also ich bin mir nicht sicher, ob mich jetzt was getroffen hat. Okay, der letzte Plan hat nicht funktioniert. Da kommen aber ziemlich viele gerade hier. Ja. Okay. Kurz und schmerzvoll. Jetzt kommt schon aus der nächsten Lane was. Uiuiui. Das wird stressig, glaube ich. Wo bauen wir denn da jetzt wieder ein? Ich habe schon wieder versehentlich den gedrückt. Obacht.
Alles gut. Genau, wo ich sie wollte. Okay. Jetzt geht's los. Neues Tor zuerst. Die feindliche Armee greift an. Vorsicht! Unsere Verteidigung wurde erneut durchbrochen. Da kommen sie. Also, habe ich schon gedacht, man kann die hier irgendwie. Also, dann machen wir das hier. Und dann geht wieder schon. Dachte, wenn so viele jetzt immer kommen, sollten wir auch mal gucken, ob das unser Goldfluss da ist. Mhm. Ich habe unten auch schon eins aufgebaut. Habe ich gar nicht dabei, aber ja. Ist eine durchaus legitime Idee. Okay, irgendwas ist hier. Das sind viele Bogenschützen dabei. Du hast, glaube ich, jetzt einfach Bogenschützenschaden bekommen. Wie blöd. Die kommen jetzt aber von anderen Lane. Achtung. Ich gehe schon mal. Die halte ich halt nicht mit meiner Gatling so auf. Ja. Ne? Ich sag's dir gleich. In unserem Rissraum sind wir. Oh, da sind schon Nixen. Mach du die anderen noch weg. Ich halte sie hier auf. Eine Barrikade wird angegriffen. Sie Boah. Sind fast da. Meine Fresse, ey. Jetzt muss es aber wissen. Ja, mach mal keinen Stress, die sind fast da. Die sind auch gleich fast wieder weg. Die sind auch gleich wieder weg, sehr gut. Also ich bin ja dafür, dass da hinten so ein kleines Bogenschützen-Refugium aufzubauen nochmal. Die werden sie nicht kommen sehen. Ja, klingt gut. Das ist aber irgendwie, die sollten vielleicht irgendwie im Idealfall in beide Richtungen schießen können. 1, 2. Oh, jetzt kommt auch noch vom dritten Tor, was auch hier. Der perfekte Platz. Möget ihr euch austoben. Puh. Ich leg mal überall so wegen die Pflanzen. Wenn die jetzt immer auch Schaden machen, dann sollen die sich ausbreiten bis zum Maximum. Hab ich mir jetzt gedacht. Bist du bereit? Achso. 100% bereit. So, wo kommen die denn jetzt zuerst oben? Ja, ein neues Tor. Die Feinde greifen an! Bleibt ab! Die kommen Vorsicht, noch von oben. Vorsicht! Unsere Feinde sind erneut durchgebrochen! Ja, die Assassinen können sich auch ganz klar so ein bisschen nach vorne teleportieren. Mein Leben ist niedrig. Kommen die von einem anderen Tor auf, bitte? Ja, ich renn mal hin. Ja, ich glaube, die eine, den haben wir sowieso clean, passt. Kommen sie auch noch vom anderen Tor? Nee. Doch. Ach nee. Nee, das sieht nur so aus. Okay. Nächste Welle. Wird's die perfekte Welle? Da kommen weit.
weitere Feinde. Wenn nix hilft, Bogenschützen. Naja. Na, die schießen halt relativ weit und von allen Seiten. Ja. Sind die wieder noch dazu? Jetzt kommen noch vom nächsten Tor vielleicht oder was? Aber hier haben wir es, glaube ich, schon fast durch. Nee, falsches Tor. Scheiße. Sie sind fast da. Sie greifen die Barrikade an. Oh oh, Feuerelementar. Da frage ich mich jetzt auch, ob die Ranken auf dem Boden wegmachen. Ist ja schließlich Feuerschaden, was sie machen. Nee. Okay, soweit, so gut. Oh Gott, da hinten ist schon ein richtiges Dornbeet. Ein Bett im Dornbeet. Das Ich glaube, hier oben eingangs ist sich auch schon über das Dornbeet. Naja, mir dünkt, die ist gar nicht mehr so schlecht, die Falle. Ja, ja, ja. Okay, gegen die Elementarscheiße nicht, aber... Das ist ja egal. Das ist halt einfach so, man muss es so früh wie möglich setzen, damit die auch sich immer weiter ausbreiten. Okay, nächstes Tor. Da hinten war der Unsichtbare, der war aber gar nicht mehr so unsichtbar. Aber es ist mir mal diese Mitte, ob es da so eine Maximalreichweite geht, ob die Fallen gehen. Oder ob die wirklich, keine Ahnung, weil zum Beispiel im Endless-Modus, ob die sich dann halt komplett durchfressen würden über die Karte. Keine Ahnung. Die haben eine Maximalreichweite, die wächst nämlich auch nichts mehr. Ja. Da haben wir das, da haben wir das. Dann brauche ich hier noch ein Türchen. Und dann bin ich eigentlich auch schon wieder soweit. Jetzt nächste Runde kommt aus allen drei Seiten, was wie es aussieht. Sollen sie kommen? Sollen sie kommen? Lasst uns Orks jagen. Echsen-Orks. Echsen-Orks. Mittleres heute? Also. Ja, okay, also die Schleuderfallen sind ja wirklich Gold wert. Die sind ja wirklich Gold wert. Ich muss zugeben, ich bin auf vielen Scheiße. Karten bin ich nicht so der Fan von denen, aber hier sind die echt gut. Engelein, Engelein, flieg! Ne, Echselein, Echselein.
glaube, hätten wir die Fallen, die Dornenfallen, effizienter gleich am Anfang gesetzt. Ich glaube, viele wären erst gar nichts mit der Bändige angekommen. Mhm. Die verlieren nämlich gut Schaden. Die kriegen gut Schaden, so rum. Ich glaube, wir wissen, was gemeint war. Oh, jetzt kommen sie von der anderen Seite. Da kommt noch irgendwie was Gelbes noch bei dir. Was immer das ist. Da sind wir noch mit den Erdlingen noch beschäftigt. So, oh, zwei Seiten gleichzeitig. Ich bin gerade mal in der Mitte noch. Cool. Glaubst du deine Seite? In unserem Rissraum sind Feinde. Ich hoffe. Nein. Ja, doch. Oh mein Gott. Okay. Okay, dann haben wir noch die eine Seite jetzt noch. Das war Millimeterarbeit, du. Das ist nur Assassine. Zu guter Letzt noch ein Bogi in der Mitte. Perfekt platziert. Was wieder von oben? Ja, diese kleinen Viecher, die laufen über das Zeug drüber. Die haben fast keine Hitpoints mehr, wenn die da komplett drüber gelaufen sind. Ist echt gut. Vor allem die Assis, die scheinen da auch nicht so glücklich über die Dornenfallen zu sein. Mhm. Ja, clean. Oh Gott, ich muss immer erst klarkommen auf der Minimap, von welcher Seite ich gerade eigentlich komme. Nö. Jetzt kommen sie auf meiner letzten Seite lang. Oh shit, ich bin da mittendrin. Oh wow, 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 wow. Bin tot. Ja, ich bin da. Ich bin da. Wollte einfach nur mal schauen, wie weit sich das andere Feld ausgedehnt hat. Da hat es mich erwischt. Gestorben für die Forschung. Für die Wissenschaft. Genau. Ja, easy! Das war doch mal ein gelungener Run. Gut, die Zeit. Zeit heilt alle Wunden. Ja, gut. Ja, gut. Kann man so stehen lassen, würde ich sagen, oder? Ja, gut.
Ja, dann wäre es das für heute. Und beim nächsten Mal gibt es noch was ganz Besonderes. Der Alex wird sich schon darauf freuen. Endlich kommt mal wieder eine Karte nach seinem Geschmack. Hey? Ja, mal abwarten. Es bleibt ja nur noch eine. Also es muss die sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.